Und damit ein recht herzliches Welcome back to Transport Fever, einer neuen Folge, die ihr hoffentlich alle schon sehnsüchtig erwartet, an unserem, ja, Profitbauernhof, könnte man ihn eigentlich schon nennen. Unser Profitbauernhof. Und in der Tat minimal zu viel Gewinn abwerfen tut. So, okay, der Log ist kürzer, ja, okay. Okay, hab nichts gesagt, alles ist gut. An welche Beschleunigungsspieler? Ich glaube, ich bin fahren. Nee, die A3 fliegt sich durch. Keine Chance für die etwas ältere Atlantic. Da kommt die nicht mit. Dafür ist sie schlichtweg zu langsam. So. Ja, unser Profitbauernhof scheint Profit abzuwerfen. Welche Überraschung. Ein Problem ist, dass die Züge nicht so schnell ankommen, um beladen zu können. Moment. Die Züge kommen schneller an zum Beladen, als die Züge beladen werden können. So. Ich glaube, hier türmt sich die Nahrung. Bedeutet, wir müssen immer ein bisschen aufrüsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was brauchen wir denn? Nahrung. Ja, Nahrung. Ach, und spielt auch sehr schnell. Und wie wir jetzt hier dann hoffentlich sehen, hat der immer nicht genug Nahrung. Was? Wie viel fressen wollt ihr denn, Alter? Und jetzt, ne? Ne, aber jetzt kommt mal runter, ey. Und fress dich diesen Geier. Wie sieht's denn bei euch aus? Ihr weiß schwarzer. Nein, stört man. Aber auch nicht. Könnt ihr auch die Nahrung? Aber nicht ganz. Trotzdem staut sich Berlin hier hinten. Spreche nicht gerade für Berlin, muss man sagen. So, haben wir den Bahnhof, der Laden und Abfahrt. Und da kommt auch schon der nächste Zug. So. Heilige Scheiße. Und alles rein und Abfahrt. Mit der Lebensmittel. Nee, du hörst mal auf die Lebensmittel an. Hallo, Herr Bauernhof. Wo bleibt denn das Vieh? Ah, da kommt wieder was. Der will aber hier der Teil Vieh Berlini, der will aber kein Vieh geben. Warum will der denn kein, warum will der in dieser Linie kein Vieh geben? Ah, jetzt. Dankeschön. Blöder Bauernhof. Bau die Gefäße mal aus. Bau ein bisschen mehr. Mehr Vieh. Und hier, ne? Drei Vieh ganz einfach, aber das ist halt Millennium 4 auf der Berlin.
wollen scheinbar nicht mehr predigen. Der will hier nicht seine Infektion haben. Warum auch immer. Aber ich glaube, das Nahrungsproblem dürften wir jetzt momentan vorerst halbwegs gelöst haben. Was dann ja natürlich eben auch dazu übergeht, dass eben die Städte schneller wachsen. Wir sehen schon hier Berlin 531 Einwohner. Also, ne? Ich würde mal vermuten, die Städte wachsen natürlich schneller. Ist nur so eine Vermutung, aber ich glaube, dass das so ist. Die Getreidevieh, weißt du was denn hier? Es gibt, ist glaube ich, ja, es ist die Proletaris, um Länge. Letzte Sorge von 4 Millionen. Da kann nicht die Rest, da kann nicht die Deutsche Bahn was von am Schneiden, würde ich sagen, würde ich mal sagen. Und die Getreidevieh, die da nicht so recht hat, die hätte. Jetzt sagt er, der alte Kunde, wir sind ja 7 Monate aufrechnen, damit sich die Motoren verbessern. Das hat er eben auch schon gedacht, aber dann, da wollte er ja nicht. Der Bullshit-Bauer. Ja. So, wo du mit der von dem Kunde, ey. Da, wieder nicht verursachen. Wir gehen so auf, wir gehen so auf die Eier. Ja. 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 Nikolaus. Junge, Nikolaus da. Mischchen. Bauernhöfe wird man nicht schlau, Alter. Also lasst es sein, das bringt nichts. Bauernhöfe, das sind die Tiere in dieser Welt. Die wollen Öl. Dann ist doch das Öl nach da hingehen. Da haben wir nämlich Treibstoff und Treibstoff bei einer Weichmarsch bringen. Da machen wir das doch. Würde ich mal sagen, da machen wir einen Bauernhof. Einen Bahnhof. Und zwar können wir ja bestimmt irgendwie vielleicht, wenn wir Pi mal, wenn wir Pi mit einbeziehen, vielleicht mehr oder weniger irgendwo vielleicht den dahin bauen. Können wir dann von hier aus irgendwie da über die Straße. Die Landschaft der Wüsten. Ja,
Sonne scheint. Wo müssen wir denn? Oder wir müssen irgendwie darüber. Da könnten wir natürlich mit einer ganz langen Brücke rüber. Wir nehmen Backsteine. So. Genug der langen Rede. Wir nehmen Backsteine. Because we love Backsteine. So. Zack. Da haben wir eine Leitung. Da haben wir schon mal die Panne. Könnten wir jetzt. Da. Machen wir so. Baustelle gefehlt, eine Scheißbrücke. Wieso baut ihr denn? Nein, wir haben hier eine Scheißbrücke. Danke. Mit welchen Feiern kann einer das Spiel manchmal wirklich richtig auf den Geist gehen, kann ich euch jetzt schon sagen. Geil. Schließlich hört dann auch die Brücke, ne? Hier bei Weißwart, ne? Das macht die Stadt auch nochmal momentan. Einzigartig. Also eben keine andere Stadt, es war eine alte Backsteinbrücke. Das ist ja krass, weil keine andere Stadt momentan so. Also zentralen, das muss man sich auch mal sagen. Da hat mein Wasser natürlich momentan auch einen dezenten Vorteil. Mein Treibstoff gleich bestimmt in mehreren Städten. So was kann ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das der allein nur für Weißwart. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. So.
dicht im Stall. Ihr solltet halt nicht. Ihr solltet eigentlich gar nicht. Ja. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, dass wir den. Und gucken dann, wie sich die Stadt erhält. Ja. Im Laufe der Zeit entwickelt. Ja, das ist natürlich auch so. My Idea. Ja, My Idea hängt natürlich momentan die einzige Sache ist. Tun wir das jetzt auch. So. Dann haben wir das hier noch. Da haben wir ein Depot. Und steigt sich da ganz nicht hier mit dem Schwer mit den Türen. Und da. Am Weißorsche Zentrum noch. Anständig auch später noch zurechtfinden kann bei der ganzen Kabels hier. Ja. Mal gucken, was ist denn der beste Kesselwagen? Also die von 9 und 12. Und hier wären wir bei 34. Da liegt ein bisschen Öl. So. Wir wollen hier definitiv
wenn wir schon an der Seite muss die hinterher wirklich mehr gleich schneiden, dann würde ich mir damit hinterher mit einer Kleine schießen. Wenn ich jetzt, zack. Und dann muss ich auch den Po anschließen, ne? Zack, schön drehen, zack. Und dann haben wir noch ein ne? Hast du es gesehen? Schlüsselwagen. Aufrecht, dann bauen die sich halt eben aus. Und das ist ja das Ziel, weil die dann natürlich mehr produzieren, wir mehr abtransportieren können und so weiter und so fort. Ne? Also immer dasselbe. Und dadurch kriegt dann Weißwasser in ihren Treibstoff, dann sind die noch zufriedener und alles ist toll und alle sind glücklich. Was ist Weißwasser? Weißwasser hat 492 Einwohner. Berlin hat 593 Einwohner. Kann man sagen, Berlin ist größer. Hier auch. Ich glaube, ich kriege eine Farbe. Zack. Der ist nämlich rot. Rot ist jetzt in der Nähe noch nicht. Sonst kommt es ja nicht immer in der Nähe. Ach du heiliger Scheiße. Aber logisch. Aber an Längen ja. Muss deutlich mehr transportiert werden. Heiliger Scheiße. Darum weiß ich es aber sofort. Abfahrt. Damit habe ich jetzt nicht ehrlich bin nicht gerechnet. Wie sieht es hier aus? Ah, wie bei den Garten. Das ist natürlich gut. Also, da kommt hier immer noch ein Stück. Wo kommt hier immer noch ein Stück noch rein? Ja, ich meine, weil bedient werden die Linie, werden beide Linien. Aber der schießt mir so vor. Nehmen wir mehr viel und weniger Getreide produzieren. Ich.
abwarten. Ja, so reflektieren, wenn ich jetzt einmal aus dem Pedal komme wieder kurz. Ja. Dann muss man noch ein bisschen mehr abtragen. Und noch ein bisschen. Stopp. Wir haben den Benz reingeschaltet. Nahrung, Weißwasser. Fahrzeugersatz. Mal sehen. Der Benz hat eine Kapazität von 8 und hat eine Geschwindigkeit von 40. Ist also um Längen besser. Bedeutet, Benz. Nochmal der Fahrzeugersatz. Kann die Linie sofort ersetzen. Nahrung Berlin. Dasselbe. Den Benz. So. Ein, noch die Linie wird sofort ersetzt. Und die Bänder sind nicht bei nächster Gelegenheit, alle dann ersetzt. Zack, toll. Die Linien sind dann schneller, mobiler und alles. Verstehe? Verstehe gut. Ich habe einen Reifen.
mittig drin. Der Zug steht da immer noch. Kacke. Steht er auch mal hier oder was? Ja, wie lange soll denn der denn hier stehen? Die Brücke nach unten. Das stört mich jetzt hier. Ich aber eben die Frage, wo soll ich bitte schon, wie soll ich da ganz Öl hier so ein Abschluss bekommen? Weil auch eben, auf der anderen Seite auch eine gute Frage. Ich meine, ich sage uns allen klar, ne, das Öl muss hier weg, aber... Ja. Wo soll da ganz Öl hin? Weil ich habe immer leider nur ein Gleis. Beladen. Das ist nicht irgendwas von dem. Ein Schiff. Blöder Zauber. Aber nicht, dass wir wahrscheinlich zwei Leitungen ausbauen machen. Aber dann die Funktion aber auch wieder ab. Also in so kurz Abstand kann ich gar kein Öl da hinbringen. Das ist unmöglich. Sei denn, was weiß ich, du hast jetzt alle Linien wieder hinführen. Aber wie soll ich das anstellen? Können wir bitte mal das Öl wechseln? Unmöglich. Du kannst so schnell kein Öl hinbringen. Da stelle ich mir eben persönlich auch die Frage, wie stellen sich das vor? Ich will keine, dass ich von da unten noch Öl da hochkarre, aber das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Komme ich aber so für mich nicht immer rum. Ja. Da komme ich nicht drum rum. Wir machen auch hier mal erstmal zwei Gleise, ne? So.
Autosave. Eine einzige Stadt. Stopp! Nein, Moment! Moment! Nein, aus! Wir wollen natürlich mitfahren. Der erste Fahrt. Nach Weißwasser. Dingen hier am Laufen sein. Das ist ein bisschen das. Fuck.
deutlich mehr. Eher voll und. Wenn ihr gefallen habt, lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Transportliga. Haut rein. Tschüss.